Ein kurzes Vorwort zur Backstage Folge 165. In dieser Folge sprechen wir über die Themen Tod, Trauer, Sterben und Beerdigung. Denk bitte daran, dass du diesen Podcast nicht hören musst bzw. ihn jederzeit unterbrechen kannst. In den Shownotes findest du den Kontakt zur Telefonseelsorge. Bleib mit deinen Gefühlen nicht alleine. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Tina Damm aus Köln. Unter dem Namen Miss Cherry Wine tritt sie als Sängerin, Musikerin und Songschreiberin auf. Aktuell arbeitet sie an einem ganz besonderen Projekt. Der Salon Mortel ist eine Bühnenshow, die zu einer angstfreien und humorvollen Auseinandersetzung mit dem Tod einlädt. Wie fühlt es sich eigentlich an, in einem Sarg zu liegen? Wusstest du, dass du dir deinen Sarg auch selber bauen darfst? Wie gehen eigentlich andere Kulturen mit dem Thema Tod um? Wie begegne ich einer trauernden Person und meiner eigenen Trauer? Der Salon Mortel macht möglich, was in unserer Gesellschaft oft schwierig ist oder tabuisiert wird. Denn Tina ist sich sicher, dass wenn wir mit Leichtigkeit, Empathie und Humor mit dem Tod umgehen würden, er uns dabei helfen kann, bewusster und glücklicher zu leben. Auf meinem Grabstein wird stehen, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Dafür krieg ich sicher Lacher und vielleicht sogar Applaus. Oder nein, noch besser, ja, da steht mit Blümchenrand. Guck nicht so doof, ich leg jetzt auch viel lieber am Strand. Badana. Hallo Tina! Hallo Leni! Sehr schön, dass du da bist! Ich danke dir sehr, dass ich da sein darf. Ich würde sagen, wir starten mal direkt mit deinem großen aktuellen Projekt, was du hast, der Salon Mortel. Da läuft ja auch gerade noch das Crowdfunding bis zum 1. August 2024. Ja. Und ja, da bringst du spannende Themen zusammen, weil es eben nicht eine reine, ich sag mal, Kunstveranstaltung ist oder nur Musik und ein bisschen Kabarett oder so, sondern du bringst das zusammen mit dem Thema Tod und vor allem auch der angstfreien Auseinandersetzung mit dem Thema Tod, um eben auch irgendwie mehr Freude am eigenen Leben letztlich zu bringen. Also super spannendes Ding, was du dir da gebaut hast. Vielleicht auch noch kurz vorweg, also Mortel ist französisch, bedeutet sterblich. Man kennt ja auch, glaube ich, das englische Wort Mortal, das ist ja auch sterblich. Genau, das heißt, du baust einen Salon für die Sterblichen oder so. Erzähl doch einfach mal, was ist das für ein Projekt und wie bist du darauf denn gekommen? Also für draußen, sage ich mal, für außerhalb meines Gehirns ist das ein ganz neues Projekt. Ich habe sowas in der Form auch noch nirgendwo gesehen. Deswegen ist es auch immer sehr erklärungsbedürftig und ich ringe manchmal auch noch. Also ich bin noch so in dem Stadium, wo ich auch immer noch so ein bisschen nach Worten ringe, das genau zu beschreiben, aber ich möchte einfach an einem Abend oder Nachmittag, je nachdem, wie es eben gerade passt, Menschen zusammenbringen, die sich irgendwie für das Thema Tod, Trauer, Sterben interessieren oder die neugierig sind oder die schon mal selbst Berührungspunkte damit hatten und mit denen gemeinsam eine gute Zeit verbringen, indem ich singe. Ich erzähle Dinge, die sie vielleicht noch nicht wussten über den Tod, also auch sehr humorvolle und etwas skurrile Dinge. Und ich werde auch Informationen vermitteln tatsächlich, aber auch über Sachen, die man vielleicht noch nicht so genau wusste. Also, dass man sich zum Beispiel seinen Sarg eigentlich auch selbst bauen darf. Ja, es ist ein Format, mit dem ich wirklich dafür sorgen will, dass es mal die Möglichkeit gibt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ohne dass es in einem Krankenhaus ist, ohne dass es beim Bestatter ist, ohne dass es auf dem Friedhof ist, in einem Raum, der jetzt nicht schwer ist. Und liegt der Fokus dann auf der Musik oder ist das mehr so kabarettistisch? Also von der Kunstrichtung her, sage ich mal, was ist das für ein Abend? Also viele Menschen würden vielleicht sagen, es ist so eine Art Infotainment. Wobei ich diesen Begriff ganz furchtbar finde. Klingt so marketingmäßig, gell? Ja, also bitte wieder vergessen, das ist gut. So nicht. Denken Sie nicht an einen blauen Elefanten. Ja, ja.
Es ist nicht in erster Linie ein Konzert, es ist aber auch nicht in erster Linie eine Vortragsveranstaltung. Es wird auch Aktionen, Interaktionen mit dem Publikum geben, sofern das Publikum das möchte. Also einer meiner Programmpunkte ist auch gemeinsames Singen. Das setzt ja zum einen Glückshormone frei, das ist ja bekannt, das tut gut. Und ich dachte, wir singen einfach mal die schlimmsten Lieder, die man sich vielleicht so für eine Beerdigung vorstellen kann. Zum Beispiel? Highway to Hell. Das dachte ich zuerst. Aber das wird tatsächlich auf einigen Beerdigungen durchaus gespielt, habe ich inzwischen erfahren. Also je nachdem, wenn man eben die Art von Musik auch zu Lebzeiten gerne hört oder vielleicht im Bikerverein ist, wo das die Hymne ist, dann wird sowas tatsächlich auch ernsthaft gespielt auf einer Beerdigung. Ja, ja, klar. Ja. Aber also was ich noch nicht mitbekommen habe, sind so Sachen wie Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei oder... Oder Ding Dong, die Hexe ist tot und so. Und Lachen hat ja auch was Befreiendes. Ja, das ist total schön. Ja, 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 ja. Das heißt, ihr singt das dann auch zusammen und überlegt, ob man das jetzt bei einer Beerdigung singen sollte. Das ist schön. Dann lachen erstmal alle. Das ist voll gut. Ja, das ist schon auch, also das soll auch so sein. Ich meine, Lachen und Weinen liegt auch nah beieinander. Und ich singe ja auch andere Lieder. Ich singe auch zum Teil eigene Lieder und die sind dann auch emotionaler und wenn da auch mal Tränen fließen, finde ich das in dem Rahmen auch total in Ordnung. Also ich selbst weine auch in Konzerten, die ich besonders schön finde. Ja, das, klar. Da warne ich auch schon immer die Menschen, die mit mir dahin gehen, vor. Es war mir früher immer furchtbar peinlich, aber ist so. Also das läuft dann einfach über, gefühlsmäßig. Und es kann auch sein, dass ich dann beim Singen auch meine Träne verdrücke auf der Bühne. Also dafür soll der Raum sein. Da soll einfach das möglich sein, was sonst in unserer Gesellschaft oft ein bisschen schwierig ist. Das heißt auch Raum zum Austausch sozusagen. Also nicht nur, dass du sendest, sondern dann auch die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen darüber, über diese ganze Thematik. Genau, also in einem gewissen Rahmen, weil es natürlich schon ein sehr schweres Thema ist und ich auch keine psychologische Ausbildung oder so habe und ich möchte da jetzt auch nichts vor Publikum sozusagen öffnen oder bei Menschen, die dann anfangen, was zu erzählen, was ich dann vielleicht nicht gut handeln kann in dem Moment oder was andere Menschen im Publikum nicht gut handeln können. Ja. Also das heißt... es wird jetzt keine so offene Gesprächsrunde sein, aber es wird schon Elemente geben, wo sich das Publikum beteiligen kann und auch wo im Vorfeld oder in der Pause dann auch Dinge aufgeschrieben werden können, die ich dann eben auch mit in das Programm einbauen werde. Ja. Also es soll schon so sein, dass sich auch alle sicher fühlen vor Ort, dass niemand das Gefühl hat, das geht mir jetzt an so eine Substanz, da kann ich jetzt gerade schlecht mit umgehen. Nee, es geht ja auch gerade um eine Leichtigkeit bei dir, genau, eben da die Schwere eben rauszunehmen. Ja. Kamst du drauf, das mit dieser Kunst zu verbinden? Also du hättest ja auch sagen können, ich möchte gerne eine Vortragsreihe irgendwie hier starten, ne, und den Leuten ein paar Infos geben. Aber du hast ja jetzt wirklich ein ganzes Kunstwerk sozusagen draus gemacht. Ist es auch eben, um an die Emotionen der Menschen andocken zu können? Oder wie kamst du drauf, das jetzt zu verbinden? Das ist eine gute Frage. Also nee, das war tatsächlich gar nicht so eine bewusste Entscheidung, zu sagen, mache ich jetzt einen Vortrag oder mache ich irgendwie Bühne. Das hat sich im Laufe der Jahre so entwickelt. Mhm. Und ich glaube, da steckt schon auch viel damit drin, wie wir in meiner Familie früher auch mit dem Thema Tod, schwere Krankheit, Trauer versucht haben, umzugehen. Mhm. Das war einfach auch so ein teilweise etwas kreativerer Zugang. Und das fand ich immer sehr schön. Ja, ich war nie auf die Idee gekommen, das so ganz bewusst in ein Programm zu packen. Da war ich lange nicht auf die Idee gekommen. Das Thema begleitet und beschäftigt mich eigentlich schon seit ich ein Kind bin und war immer irgendwie Teil meines Lebens. Und erst in der Corona-Zeit tatsächlich kam es dann dazu, dass ich ja nicht auftreten und singen konnte. Ja. Da waren wir ja alle sehr aus der Welt geworfen und
das hat mir auch sehr zu schaffen gemacht, zuerst wie uns allen. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, was mache ich denn jetzt? Und dann dachte ich so, Mensch, ich wollte schon immer mal so eine Art Event machen, wo es um den Tod geht, wo man aber nicht mit schlechten Gefühlen wieder rausgeht und auch möglichst nicht mit schlechten Gefühlen hingeht. Und dann hatte ich das Glück, weil eben Corona war, waren auch viele Kolleginnen und Kollegen aus der Branche, hatten Zeit. Ich hatte plötzlich die Möglichkeit, ein 4000 Quadratmeter großes leerstehendes Autohaus zu bespielen. Krass. Und habe dann dort in Köln den Tag des guten Sterbens auf die Beine gestellt. Mhm. Aber eher als Organisatorin. Also ich wusste, ich kann nicht dieses Riesen-Event organisieren und dann selbst noch als Künstlerin auf die Bühne gehen. Das schaff das nicht. Und so habe ich dann eben einen Tag geschaffen. Da konnte man Kaffee trinken, man konnte einfach nur sitzen. Es gab eine Kinderbastelecke, wo dann kleine Sargschächtelchen gebastelt wurden. Es gab einen selbstgebauten Sarg zum Probeliegen. Es gab kleine Bühnen, es war ja viel Platz. Es gab so kleine Bühnen mit Kunst, Kultur, Musik, Ausstellungen, Infos. Und das war, glaube ich, so die Initialzündung, dann irgendwann zu sagen, ja, also das ist mein Ding. Das ist so genau der Umgang mit dem Thema, den ich mir mehr in der Gesellschaft wünschen würde. Ja, das wäre jetzt nämlich auch noch meine Frage gewesen. Was kritisierst du denn aktuell am Umgang mit dem Thema Tod in unserer Gesellschaft? Ach, dass das Thema so aus unserer Mitte rausgerückt ist in den letzten Jahren. Ich finde es einfach schade, dass wir heute in unserer Gesellschaft so wenig Zugang zu dem Thema haben, was dann dazu führt, dass wir eben auch gar nicht genau wissen, wie wir mit anderen trauernden Menschen zum Beispiel umgehen, wie wir auf die zugehen oder sollen wir auf die zugehen. Wir sind da so völlig hilflos, habe ich das Gefühl. Und das macht diese ganze Situation für alle wahnsinnig schwer. Früher war es eben ja noch anders. Das ist ja jetzt nicht schon immer so. Früher starb der Opa im Zweifel vielleicht sogar zu Hause, wurde dann auch noch da vielleicht aufgebahrt und ja, man war irgendwie mehr am Thema dran. Und ich glaube, dadurch konnte man es auch anders begreifen, dass der Tod so ein Teil des Lebens ist oder das Ende des Lebens dann. Aber es gehört mit dazu. Und heute ist das alles so weit weg und wir verdrängen das natürlich auch gerne, weil das ist ja normal. Unser Gehirn kann sich auch nicht, das ist wissenschaftlich erwiesen, die ganze Zeit damit befassen, dass wir sterben werden. Das wird uns ja völlig verrückt machen. Aber dennoch, dass wir uns eingestehen oder annehmen, dass wir sterblich sind, das kann auch ein sehr großer Gewinn für unser Leben sein. Ja. Ja, und gerade, also jetzt aus meiner persönlichen Sicht auch dieser Umgang mit Trauernden oder auch der Umgang mit sich selbst, wenn man trauert, dass man dann nicht sagt, na, jetzt muss ja auch langsam mal wieder gut sein. Jeder trauert anders und jeder trauert anders lange und das kann auch nach 10, 20, 25 Jahren immer mal wieder hochkommen. Das ist völlig normal. Ja. Und das dann aber nicht wegzuschieben, sondern zuzulassen, das hat ja auch seinen guten Grund, warum das so ist, ja. Und nicht zu sagen, na gut, nach 2 Monaten muss ich aber schon wieder arbeiten, dann muss ich wieder funktionieren, ne? Und alle anderen erwarten ja auch, dass ich wieder funktioniere. Und das finde ich ganz, ganz schwierig, ja. Ich finde das auch super schade und das ist nicht förderlich für die Sache. Ich habe eine Freundin, deren Bruder ist vor vielen Jahren gestorben und sie postet aber immer noch, oder auch bei ihrer Mutter, also sie postet immer mal noch von ihren verstorbenen Menschen, sage ich mal, auch zu deren Geburtstag und so postet sie auch mal was. Ja, und dann die sind ja auch immer noch da, die sind ja immer noch Teil ihres Lebens, ja. Ja, genau. Und dann hat sie mir erzählt, dass eben doch einige in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis dann auch schon mal sagen so, ja, aber jetzt ist doch langsam mal gut und so. Und dann sagte sie aber darauf, was sie darauf sagte, fand ich so großartig, weil sie sagte, nee, ist es nicht, weil der ist ja immer noch tot. Ja, genau. Das fand ich so eine großartige Antwort darauf. Ja, das stimmt.
Aber ja, ich meine, man kennt es ja, also ich kenne es an mir selbst auch, ich kann mich da gar nicht ausnehmen, ne? Wenn ich mitbekomme, in meinem Umfeld ist jemand plötzlich ganz schwer an Krebs erkrankt, nicht heilbar oder jemand ist gestorben. Also mir fällt es dann schon auch irgendwie schwer, wenn ich den Hörer in der Hand habe, die Nummer zu wählen und nicht genau zu wissen, was erwartet mich jetzt am anderen Ende? Ja. Kann ich gut damit umgehen? Ja. Was sage ich jetzt? Ja, sage ich was Falsches? Sage ich was Blödes? Ne? So. Also ich würde mal behaupten, das haben wir alle, diese Hemmschwelle. Aber wenn man diese Hemmschwelle mal überwunden hat, dann weiß man auch, dass es ja gar nicht so schlimm ist. Und ja. Dass man dem Gegenüber auch sagen kann, dass man jetzt nicht weiß, was man sagen soll. Und dann hat man schon mal auf ganz ehrliche Art und Weise eine ganz normale Gesprächsebene gefunden. Mhm. Und das ist das, was ich auch aus meiner eigenen Trauererfahrung, also ich habe das Thema natürlich auch nicht einfach so aus der Luft gewählt. Eben auch meine Mutter ist mit 58 Jahren doch relativ früh gestorben. Mhm. Und seitdem ist das für mich eben auch noch ein größeres Thema, Tod und Trauer. Und als das mit meiner Mutter war, da hatten auch sich relativ enge Freundinnen von mir eine Zeit lang nicht mehr so gemeldet. Und wir haben da dann auch drüber gesprochen und das ist auch völlig okay, jeder geht damit anders um, aber das hat mich sehr erschüttert. Also ich habe es nicht verstanden im ersten Moment. Da war einfach auch viel Angst und Unsicherheit dabei und ich glaube, wenn wir alle ein bisschen mehr über das alles wüssten, dann wäre es für alle einfacher. Das ist so auch ein Teil meiner Motivation. Ja, und drüber sprechen, bevor es akut wird. Ne? Das hast du vorhin mal gemeint, dass das eben auch der Salon Mortelia ermöglicht, dass du da ganz gesund und unbefangen hingehen kannst. Ja. Und trotzdem schon mal informiert wirst und eben nicht erst, wenn die Mutter schon im Sterben liegt, wenn der Bruder schon Krebs hat, sondern ne, sondern vorher, wenn ja. alle fit sind, sich am Tisch zusammensetzen und sagen, sag mal, wo willst du eigentlich mal begraben werden? Willst du eigentlich begraben werden? Was für eine Musik soll da gespielt werden? Was für einen Stein möchtest du? Weil auch das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn das vorher schon klar ist, ist es viel leichter später, diese ganzen Entscheidungen zu treffen, als dann da zu stehen und auf einmal hat man das alles vor sich und denkt, ja, keine Ahnung, was für, wollte die einen Stein, wollte der, ja, also das ist so. Das wäre wirklich der Optimalfall, also deswegen auch so ein bisschen der Salon, weil ich denke so, wenn man einfach im Wohnzimmer zusammensitzen würde und sich mal einen Abend lang mit seinen Liebsten über das Thema unterhält, ohne dass jemand gleich furchtbar traurig wird dabei oder Angst kriegt oder dicht macht. Ich will auch niemanden zwingen, sich damit auseinanderzusetzen. Manche Menschen haben ihre Gründe, warum das eben nicht für sie möglich ist. Ja, natürlich. Aber die meisten von uns schieben es einfach immer so ein bisschen weg, weil ja, das betrifft einen ja nicht. Ja. Und was soll ich dazu sagen? Ich möchte aber auch die wilde These aufstellen, weil doch auch manche Angst haben. Also ich behaupte mal, dass der Besuch des Salon Mortel nicht dazu führt, dass man dann gleich stirbt, wenn man mal über den Tod spricht. Ah, das ist auch gut zu wissen. Ja. Also sollte das nachher passieren, hat das nichts mit meinem Programm zu tun. Du übernimmst keine Haftung. Nee, stimmt. Das sollte ich vielleicht noch irgendwo... Keine Beerdigungskosten. Ja, gut. Irgendwo aufschreiben. Aber das ist ja so dieses Gefühl, ne? Wenn man darüber spricht, dann redet man das irgendwie herbei. Oder, also das kenne ich so von manchen. Ja, ja. Und Nee, natürlich. Ich würde gerne noch mal kurz zumindest andeuten, weil du willst ja wahrscheinlich nicht zu viel verraten, was du alles noch so anbieten wirst bei diesem Salon Mortel. Du hast ja vorhin schon mal das Sargprobeliegen erwähnt, das machst du da auch wieder, ne? Du hast auch irgendwie eine Bestatterin dabei, die da hilft. Genau. Und das mache ich tatsächlich, weil ich an diesem Tag des guten Sterbens so eine wirklich sehr gute Erfahrung damit gemacht habe. Mhm. Also ich habe mir da noch, bevor sich damals die Pforten öffneten, dachte ich mir noch so, oh mein Gott, was habe ich mir da ausgedacht, was tun wir hier? Und die Menschen standen wirklich Schlange, um das zu machen. Inzwischen ist das auch gar nicht mehr so ungewöhnlich. Ich glaube, die Pandemie hat uns da schon ein Stückchen weitergebracht, auch zu realisieren, dass der Tod
schon auch ein alltägliches Phänomen durchaus ist. Und ich beobachte, dass es in den Medien schon auch jetzt so langsam nach und nach auch viel präsenter wird. Aber genau, beim Salon, kleiner Abschweif, beim Salon wird auch ein Sarg mit einer Bestatterin vor Ort sein. Mhm. Und mir ist es wichtig, dass eine Bestatterin mit vor Ort ist. Denn das ist eben auch so ein Themenbereich, da bin ich nicht ausgebildet. Ich weiß zwar sehr viel natürlich inzwischen durch Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten Menschen, aber die Möglichkeit wird es geben, bevor das Programm beginnt, also sozusagen ab Einlass ist der Salon schon geöffnet und da kann man dort verschiedene Dinge erleben, wie zum Beispiel das Probeliegen. Und da ist eine ganz tolle Bestatterin, die hat ihr Geschäft ganz in der Nähe vom Pantheon-Theater auch, die Fee Vogel von Lebensnahbestattungen. Bei der war ich gestern erst und habe nochmal mit ihr ein paar Details besprochen. Und die wird das ganz wunderbar machen. Und wenn dann sehr da cool. eben Fragen auch aufkommen, ne, sie ist dann ja auch da und kann dann auch gegebenenfalls, wenn sich in der Situation ganz andere Fragen noch ergeben, kann sie da ja sehr gut Auskunft geben. Ja. Und wenn manche das einfach nur zum Spaß machen wollen und ein Selfie im Sarg haben wollen, dann können die das auch machen. Beim Hashtag Sargprobe liegen, ja. Ja, zum Beispiel. Also beim letzten Mal war da auch alles dabei und da war auch eine Familie mit kleinen Kindern und die beiden Kinder, die fanden das dann so gemütlich im Sarg, die wollten dann gar nicht mehr raus. Okay. Wobei, ja, jetzt der Salon Motel findet natürlich abends statt, da rechne ich jetzt nicht mit kleinen Kindern. Ja, ja. Aber ja, also die Möglichkeit wird es geben und dann wird es auch noch so ein paar kleine Möglichkeiten geben, wo man, wenn man möchte, eben wirklich Fotos machen kann mit verschiedenen Accessoires, ich habe so wunderbare Schärpen mit Miss und Mr. Sterblich, einfach um das Thema auch nochmal auf eine andere Ebene zu bringen. Mhm. Und es wird ein Telefon des Windes geben vor Ort. Aha. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Nee. Es gibt in Japan so eine Telefonzelle, die hat ein Mann in seinem Garten stehen. Das Telefon ist aber nicht angeschlossen. Da ging er immer rein, um mit seinen verstorbenen Verwandten zu sprechen, oh, wow. zu telefonieren. Okay. Also wie auch immer, so indem man dann dem Wind lauscht, hört man dann ihre Antworten oder eben das, was man ihnen zu sagen hat, wird durch den Wind dorthin getragen. Ganz so poetisch ist das jetzt in dem Salon natürlich nicht möglich, auch wenn man sich da jetzt nicht hinsetzen möchte vielleicht und dann wirklich in der Situation an die Verstorbenen denkt. Aber ich möchte einfach so ein paar Anstöße geben und Möglichkeiten geben, sich mit der Thematik auf eine vielleicht auch unerwartete Weise zu beschäftigen. Du erzählst auch dann von anderen Kulturen und wie die so den Tod teilweise ja auch feiern. Ne? Es gibt ja auch Kulturen, wo es gar kein Tabuthema ist, sondern es ist ja dann mittendrin. Sehr schön erwähnt fand ich auch die Mumien-Auspack-Partys aus dem viktorianischen Zeitalter. Vielleicht lassen wir das einfach mal so stehen, weil ich habe da so interessante Bilder in meinem Kopf. Und die sind, glaube ich, auch ziemlich realistisch, die Bilder, die man dabei im Kopf hat. Ich glaube, so war es auch. Ja, genau. Also es gibt eben auch einiges zu lachen und das ist ja eben total wichtig. Und das, was du sonst eben dort bietest, sind, ja, wie du sagst, Denkanstöße, Angebote, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen, um dieses riesige Angstthema einfach mal kleiner zu machen. Ne? Das finde ich total schön. Ja, ich sehe mich halt auch mit dem, was ich mache, so ein bisschen als Mittlerin zwischen den Welten, sage ich mal. Also zwischen der Welt der Menschen, also uns allen eigentlich, die ja nicht so genau wissen, was sie mit dem Thema anfangen sollen. Und ich hoffe, die eben so ein bisschen dazu animieren zu können oder Ängste abzubauen, sich vielleicht mal damit auseinanderzusetzen. Und so mein geheimer Wunsch wäre natürlich dann, dass die das Thema so wichtig und spannend, aber vor allem auch wichtig finden, dass sie dann sich vielleicht auch mal an die Profis wenden und sagen, ach, die Bestatterin da vor Ort,
die war so nett, da gehe ich jetzt mal hin und lass mich mal richtig beraten von ihr. Ja. Oder ja. von wem anders, wie auch immer. Ne? Wenn man woanders wohnt, dann läuft man da vielleicht ja jeden Tag an einem Bestattungshaus vorbei und geht dann da vielleicht mal rein ja. und informiert sich. Eben nicht erst dann, wenn der Opa wenn schon der Notfall da ist. Ja. Ne? Genau, ja, genau. ja. Und ja, was mir auch noch wichtig ist bei dem ganzen Thema, ist aufzuzeigen, also auch neben einem Humor, der einfach ein wichtiger Teil meines Lebens ist und auch schon immer so ein wichtiger Teil auch der Trauerbewältigung, möchte ich auch aufzeigen, dass, wenn man das möchte, manchen ist das auch egal, die sagen, wenn ich tot bin, dann kriege ich eh nichts mehr mit, sollen die machen mit mir, was sie wollen. Aber manche Menschen planen ja gerne alles ein bisschen detaillierter. Also es gibt ja inzwischen auch Ausfüllbücher für Hochzeiten. Wusste ich gar nicht, was es alles gibt. Aber da wird man wirklich durchgeleitet, ne? So von der Tischdeko über den Blumenschmuck. Und ich dachte mir, so für eine Beerdigung gibt's das noch nicht. Und deswegen, also ich habe jetzt auch im Rahmen der Vorbereitung so ein kleines Ausfüllbuch entwickelt zu dem Thema. Das Ausfüllbuch für die Beerdigung, die zu dir passt. Und also auf dieser Basis möchte ich auch im Programm Anregungen geben, wenn einem das wichtig ist, was man vorher schon festlegen kann. Und das kann man eben in so einem Büchlein oder auf ein paar Zetteln, je nachdem, wie man das möchte, sich aufschreiben. Also wenn ich sage, das ist mein Lieblingsnagellack und bitte den, also bringt mich bitte nicht ohne meinen Lieblingsnagellack unter die Erde, dann geht das. Ja. Dann ist das möglich. Oder also bei meinem Leichenschmaus soll es bitte eben auch eine vegane Option geben. Weil ich so oft, ich komme aus Bayern und da gab es eben früher dann eben Rindermark, Klößchen, Suppe und Salami, Semmeln und hier im Rheinland gibt es dann Mettbrötchen und Butterkuchen und also so Kleinigkeiten, die aber doch, finde ich, wenn man da Wert drauf legt, wichtig sind. Ja, und das gibt eben einem selber eine Sicherheit, ne? Oder kann es zumindest geben. Ja. Wie du schon sagst, es ist ja sehr individuell, aber wenn ich weiß, wie fühlt es sich an, in einem Sarg zu liegen, oder ich weiß, dieser Nagellack wird mich begleiten oder diese Musik wird mich dann begleiten, dann habe ich eine Vorstellung davon, dann weiß ich quasi, was da auf mich zukommt in dem Sinne. Und kann das vielleicht besser einfach akzeptieren, das wird irgendwann so sein. Aber ich habe selber eben auch die Kontrolle darüber, wie das sein wird. Das finde ich das Wichtige dabei, ja. Schön mit diesem Beerdigungsbuch. Das ist, glaube ich, eins der Goodies, gell, bei deinem Crowdfunding. Ja, genau. Das ist noch nicht offiziell, erschienen. Aber ich habe es schon mit ins Crowdfunding reingenommen. Mhm. Genau, das heißt nur über meine Leiche. Ja, wunderbar. Wunderbar. Und es ist eben auch nicht nur für sich selbst. Ich glaube, es ist für einen selbst ein relativ angenehmer Weg, sich mit dem Thema zu befassen. Das ist jetzt nicht wie eine Patientenverfügung, wo es ja schon sehr ans Eingemachte geht. Ja. Wer sowas schon mal in der Hand hatte, weiß, wovon ich spreche. Das ist auch ein bisschen spielerischer Zugang. Kann man da einfach mal ein bisschen brainstormen, sage ich. Und es ist wenn es dann wirklich mal soweit ist, dann ist es auch für die Angehörigen eine super Hilfestellung. Ja. Manche bestehen vielleicht darauf, dass es dann unbedingt so sein muss, wie es jetzt in dem Büchlein steht. Mein Tipp wäre einfach, dass man das so als Anregung sieht, denn letztendlich müssen ja tatsächlich die Hinterbliebenen das Ganze dann handeln. Aber ja, alle so, wie sie wollen. Ja, auf jeden genau. Fall besser mehr zu wissen, als zu wenig zu wissen, wenn es soweit ist. Das Crowdfunding bezieht sich jetzt auf deinen allerersten Salon Mortel, den du planst, am 30. August in Bonn, hast du schon erwähnt, im Pantheon-Theater. Da soll auch der Eintritt frei sein, was ich sehr schön finde. Ja, also um eben möglichst einfach es offen zu machen für alle, die irgendwie interessiert sind. Und dann, wenn das gut läuft, möchtest du eben auch 2025 mit diesem Programm auf Tour gehen. Das heißt, dass die Kampagne, die Startnext-Kampagne, die gibt dir jetzt quasi so den ersten Schwung für die Realisierung dieses Projekts und für diesen ersten großen Termin am 30.08., ne? So habe ich es richtig verstanden. Ja, genau. Also perfekt. Aha. So gut kann ich das manchmal noch gar nicht ausdrücken. Gut, danke. Genau. Wenn man da so im Thema ganz tief drin ist.
Also richtig, ich werde, also der Eintritt ist frei, das war mir auch sehr, sehr wichtig und deswegen, ja, gibt es halt ein paar Kosten, die ich mit dem Crowdfunding versuche reinzubekommen und abzudecken, ganz konkret für diesen ersten Termin. Und ich werde dort aber auch, weil einfach diese Location ist so traumhaft und perfekt und ich habe mich, seit ich das erste Mal da war, total verliebt, wird dort mitgefilmt werden und werden dort Fotos gemacht werden. Ah, cool. Und das kostet eben auch was, klar. Das kann man natürlich auch mit dem Handy machen, aber dann kann man es keinen anderen VeranstalterInnen schicken, um das Projekt zu bewerben. Das mache ich also auch dort direkt, um dann mit diesem Material anderen Menschen, InteressentInnen, VeranstalterInnen, das den Salon Mortel näher zu bringen, damit ich auch mal in anderen Städten spielen kann. Mhm. Also das ist praktisch für das Booking, was dann folgt nach dem Termin, ist das eine ganz wichtige Grundlage. Und das wird auch mitfinanziert über das Crowdfunding. Und damit habe ich dann einen guten Startpunkt, das Ganze eben weiter zu verbreiten. Und ich nehme mal an, Raummiete und Marketing und Gagen und sowas, ne? Das ist da wahrscheinlich auch alles, muss ja auch alles finanziert werden. Ja, also manche, also die Funding-Summe liegt bei 6.000 Euro. So Menschen, die jetzt nicht so viel sich Gedanken drüber machen, was an so einem Abend alles passiert, die schlucken da vielleicht erstmal und denken so, was, so viel Geld? Aber ja, es steckt halt ganz viel mit dran. Also neben dieser Videoproduktion und den Fotos, was natürlich auch schon teilnimmt, genau, die Raummiete, die ganze Vorbereitung. Es wird auch einen Termin im Vorfeld geben, wo ich das Ganze natürlich auch schon mal ja nicht ausprobiere, aber was noch nicht die Premiere ist. Mhm. Ja doch, es ist so eine Mischung aus Vorpremiere und Proben. Obwohl ich sehr viel digital mache, braucht es natürlich doch auch ein paar Drucksachen, um das Ganze im Vorfeld zu bewerben. Also ja, Honorare für Beratung auch inhaltlich zu dem Thema und genau und. Da hängt ja immer so ein Rattenschwanz an Kosten mit dran. Machst du eigentlich alles selbst oder hast du irgendwie noch Hilfe dabei? Also diese ganze Crowdfunding-Geschichte jetzt auch und diese ganze Organisation des Ganzen, die Umsetzung, ist das alles du? Mhm. Oh, okay. Gut, nächste Frage. Also, naja. Ist ja Wahnsinn. Also, weil es klingt unglaublich ambitioniert und wenn man sich halt auch deine Crowdfunding-Seite anschaut, ne, mit einem sehr durchdachten Video dazu und sehr schön auch geschnitten und dann hast du noch deine ganzen Goodies, die du ja teilweise auch selber noch bastelst mit Haarschmuck und mit einem Eiskratzer, mit irgendwie stilvoll abkratzen steht da drauf, ne? Genau, mit einem schönen, blumigen Totenkopf. Ja, genau. Gedruckt. Das sind ja alles Dinge, wo Arbeit hinten dran steckt. Gedanken, Ideen, Umsetzung, Zeit. Und das machst alles du. Das finde ich sehr beeindruckend. Das mache alles ich. Und das ist wirklich mehr als ein Vollzeitjob gerade. Ja. Also, und Crowdfunding es war nie mein Traum, ein Crowdfunding zu machen. Ja, gut. Das muss ich, also ich habe immer die Menschen bewundert. Ich habe schon selbst gerne auch das eine oder andere Crowdfunding in der Vergangenheit unterstützt, weil ich das immer toll fand und ich habe die immer total bewundert, dass sie sich das trauen und dass sie das machen. Bis zum Salon Mortel hätte ich das, glaube ich, auch nie auf mich genommen, sage ich mal, weil ich zu viel Angst und Respekt davor hatte. Aber mir war das Thema dann, das ist einfach für mich so ein essentiell wichtiges Thema auch, dass ich dachte, ja, okay, ich habe verschiedene andere Fördermittel natürlich versucht zu bekommen, beziehungsweise konnte ich mich bei den meisten dann schon gar nicht bewerben, weil ich, wie du am Anfang schon gesagt hast, ne, das ist jetzt keine reine Kultur, Kunst. Ja, ja. Das ist nicht sozial. Ich bin kein gemeinnütziger Verein. Mhm. Also bei vielen Bedingungen für die Förderung, da schied ich schon total aus. Und deswegen dann das Crowdfunding. Mhm. Ich muss aber sagen, also faktisch setze ich alles alleine um, aber ich bin nicht alleine in einem Crowdfunding. Du kennst die Imke von der Raketerei möglicherweise. Und also ich bin eben Mitglied in der Raketerei und Imke begleitet mich da.
Ah, cool. Also die ist da meine Mentorin und berät mich und noch ein paar andere liebe Kolleginnen, die sich dann auch die Sachen von mir mal vorher angucken, bevor ich das veröffentliche und so. Also ohne so einen Austausch mit Menschen, die sich da besser auskennen als ich oder das vielleicht schon mal selbst gemacht haben, hätte ich mich das auch nie getraut. Da bin ich einfach zu ängstlich und zu unsicher und andere Menschen um Hilfe bitten, das finde ich so mega schwer. Ja, aber total gut, dass du es machst, weil ich glaube, dass, also nicht im Sinne von, das musst du, weil es bestimmt sonst nicht gut ist, sondern es ist ja auch immer eine Bestätigung für das, was man eben tut, ne? Und jeder Schritt ist ja eben immer ein Riesenschritt mit ganz viel Arbeit und Energie verbunden und so weiter. Und wenn man dann einfach mal kurz die Sicherheit hat, okay, du bist auf dem richtigen Weg, ja, das ist doch super. Ja, und das, ich finde, das reduziert jetzt auch nicht deine Leistung, bloß weil du mal ein paar Leute um Hilfe bittest. Also ich finde das trotzdem ziemlich beeindruckend, was du da Vielen machst. Vielen Dank. Ja, ich hoffe natürlich sehr, dass wenn jetzt jemand, darf ich das sagen hier, wenn jemand zuhört, dass ihr lieben ZuhörerInnen vielleicht auch gerne beim Crowdfunding noch Ja, dafür machen wir das doch hier, ja. Nee, klar, also ich setze auch auf jeden Fall den Link zum Crowdfunding in die Shownotes dieser Folge und dann bitte mal draufklicken. Genau, es lohnt sich auch, genau, es lohnt sich auch total, deine ganzen Texte sich durchzulesen. Allein die vom Eiskratzer hat mich total zum Lachen gebracht, weil du noch beschreibst, was man damit noch so alles machen könnte. Es ist ja total schön. Genau, also nee, auf jeden Fall bitte erwähnen, ja, Crowdfunding läuft noch bis zum 1. August. Wer sehr jetzt Interesse hat, bitte gerne reinschauen. Wie läuft es denn bisher? Hast du viel Feedback bekommen, gutes Feedback? Also ja, das ist total nett an der Sache, wirklich. Also natürlich kontaktiere ich auch ganz viele Menschen aus meinen Adressbüchern, die sich dann gar nicht zurückmelden. Und da muss man erst mal lernen, damit umzugehen. Das war mir vorher schon auch klar, dass sowas passiert, denn ich weiß selbst, dass ich auch nicht immer auf jede Nachricht sofort antworte, weil eben gerade halt so viel los ist im Leben. Und das ist dann, man denkt sich dann nichts dabei. Aber wenn man auf der anderen Seite natürlich steht und sich überwunden hat und jemanden um Unterstützung bittet, also das war ein gutes Learning, das einfach auch mal auszuhalten und sich da selbst freiwillig in so eine Situation zu begeben. Aber es gibt auch ganz, ganz viel ganz tolles Feedback und auch Unterstützung von Menschen, die ich zum Teil noch gar nicht persönlich kenne oder wo ich gar nicht so einen wahnsinnigen Support erwartet hatte. Oder also ja, das auch damit kann ich gerade ganz schlecht umgehen, weil das so überwältigend ist. Und ich denke, oh wow, also ihr habt es ja auch noch nicht gesehen und ihr kennt mich vielleicht auch noch nicht persönlich, aber die finden einfach die Idee so toll oder dass ich das mache und das berührt mich wahnsinnig. Und ja, es zeigt dir ja auch, dass du richtig bist mit dem, was du tust, dass es da auf jeden Fall Menschen gibt, die das sehen möchten. Ja, das ist genau. Bisher war das alles ja nur so in meinem Kopf und jetzt es hat ja auch was von, man ist ja schon auch so ein bisschen verletzlich dann als Künstlerin. Man gibt das Baby dann so raus und alle dürfen es begutachten und angucken und was dazu sagen. Und das ist wunderschön und ganz toll und auch ermutigend in vielerlei Hinsicht, dass doch viele Menschen das mit dem ganzen Thema ähnlich sehen, wie ich das sehe. Ja. Jetzt stehen wir bei 58%. Also es sind noch 13 Tage jetzt, wo wir sprechen. Ja, wenn man das hört, ist noch weniger Zeit. Und es gilt halt das Alles-oder-nichts-Prinzip, das sei noch dazu gesagt. Deswegen ist das auch manchmal emotional so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt. Voll, ja, ja. Das heißt, wenn bis zum 1.8. nicht die komplette Summe erreicht wurde, dann bekommen quasi alle ihr Geld wieder zurück. Aber da denke ich jetzt nicht drüber nach. Ich bin jetzt mal gut, sind wir jetzt noch nicht, dass das klappt. So. Genau. Ja, das ist viel zu wichtig und toll. Können wir noch ein bisschen über deinen Hintergrund sprechen? Also hast du eine musikalische Ausbildung oder wie kam es denn dazu, dass das jetzt dein Fulltime-Job ist, solche so Kunst zu machen, sage ich mal? Nee, also ich habe nicht studiert oder so, also keine Musik. Ich war als Kind schon immer super musikalisch. Ich hatte Klavierunterricht, ich habe im Kirchenchor gesungen, Schulband, also was man so alles macht. Und das war schon immer meine große Leidenschaft. Ich war aber auch schon immer ein eher sehr sensibler Mensch. Und als es dann irgendwann an die Berufswahl ging, so das war so
ja, nach dem Abi, habe ich mich dagegen entschieden, den Weg auf die Bühne professionell zu gehen, weil ich einfach zu viel Respekt und Angst hatte oder Sorge, dass ich das vielleicht noch nicht gut handeln kann, dass ich die Freude daran verliere, weil das hat einfach immer sehr viel gute Gefühle in mir ausgelöst. Und ich hatte Angst, dass das dann verloren geht, wenn ich dann einfach irgendwie überleben muss mit der Kunst. Und da spielt, glaube ich, auch so eine Erfahrung mit rein. So 2 Jahre vorher hatte ich einen ersten Fernsehauftritt als Jugendliche in Prag. Also ich komme aus Bayern, das ist so eine in der Grenzregion zur Tschechischen Republik damals. Also die haben mich da halt dann geschminkt und also ich konnte ganz wenig selbst mitbestimmen. Das war so ein ganz merkwürdiges Gefühl. Das kannte ich so von meinen Bands und so einfach nicht. Und das Publikum, was im Studio saß, das waren bezahlte StudentInnen und ich fühlte mich so in dieser Maschine drin irgendwie. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Und ich war aber auch schon immer sehr vielseitig interessiert und dachte so, ach nee, dann gehe ich vielleicht erstmal eher hinter die Kulissen und habe Kulturwirtin studiert und bin dann in der Entertainment-Branche gelandet. Mhm. Also bei Semmelkonzerts habe ich eine Zeit lang gearbeitet. Das ist ja so einer der großen Konzertveranstalter hier in Deutschland. Und auch bei Stella Stage Holding war ich mal am Musical-Theater im Company Management. Cool. Mhm. Und fand das auch alles super. Also das war auch, das hat auch einen Teil meiner Persönlichkeit total befriedigt und Spaß gemacht. Und das war schon auch was ich irgendwie immer mal machen wollte. Und habe da eben dafür gesorgt, dass andere dann im Rampenlicht glänzen können. Und habe dann noch eine Weiterbildung zur PR-Beraterin gemacht, die mir, glaube ich, jetzt auch ein bisschen geholfen hat, eben bei dieser ganzen Crowdfunding-Geschichte war ich da ein bisschen vorbereitet. Ja, in der Zeit habe ich mir dann eben auch einen Künstlernamen zugelegt, um das so ein bisschen trennen zu können, denn ich habe natürlich immer weiter Musik gemacht. Also das hat nie aufgehört. Aber ich wollte auch nicht, dass das so sich so mit dem Beruf hinter den Kulissen dann so vermischt. Ja, die letzte Station beruflich war dann noch in einem Seniorenzentrum. Also gegen Ende meiner Zeit in der Entertainment-Branche, dann ist meine Mutter gestorben. Und das war halt, hatte ich ja vorhin schon gesagt, eine sehr schwierige Zeit. Ich hatte dann auch eine Depression und einen Burnout. Und ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, dieser Job im Entertainment-Business ließ sich leider damit nicht vereinbaren. Da gab es nicht so viel Verständnis oder Strukturen. Das ist jetzt auch schon lange her, aber so dass ich dann die Branche gewechselt habe und in einem sehr großen Kölner Seniorenzentrum gelandet bin, habe da den Seniorentreff geleitet und war Veranstaltungsleiterin. Und das war auch wirklich wahnsinnig toll, weil wir da einen Saal hatten, in den gingen und gehen immer noch 300 Menschen rein. Und ich hatte relativ kreative Freiheit, mir da eben auch das Unterhaltungsprogramm für die SeniorInnen dort auszudenken. Schön, ja. Und so gab es dann also neben Bingo-Veranstaltungen und Kaffeekränzchen auch Ü80-Partys und Rockfestivals, wo die 80-jährigen Ehrenamtlerinnen am Getränkeausschank dann auch Backstage-Pässe von mir bekamen und so. Also, cool. Das hat wirklich auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber ja, Entertainment, Musik, Kreativität war auch in meinem Beruf dann schon immer irgendwie mit dabei. Letztendlich, als ich da im Seniorenzentrum gearbeitet habe, in der Zeit ist mein Vater dann auch noch gestorben. Ja, dann hatte ich eben so gar keine Eltern mehr und kam auch viel ans Nachdenken und habe für mich dann festgestellt, dass ich noch nicht all das ausgelebt habe in meinem Leben, was ich gerne vor meinem Tod noch machen würde. Und habe also dann wirklich, musste ich dann für mich akzeptieren, da gibt es noch dieses zweite Leben, was ich noch nicht so gelebt habe, wie ich das eigentlich möchte. Das lief immer nur nebenher. Und ich hatte das Gefühl, in diesem ersten Leben habe ich eigentlich das alles erreicht und gemacht, was man da vielleicht so machen kann. Und dann habe ich doch den sehr mutigen Schritt unternommen, Ende 2019 eben die Festanstellung zu kündigen und Künstlerin zu werden.
Wow. Ja. Richtig cool. Das war richtig cool, weil dann kam Corona. Ach so, ja. Blöder Zeitpunkt, aber eigentlich, wie du sagst, total mutig, ja. Also, weil es gibt auch so viele, die halt sagen, wenn man nicht mit 4 Jahren Klavierspielen angefangen hat, dann darf man es nie wieder anfangen, ne? So. Ja, also, die Sorge hatte ich natürlich auch früher lange. Aber ich glaube, da war auch so ein bisschen so ein Auslöser, dass ich 2019 war ich eben dann auch in einer Fernsehsendung vom Bayerischen Rundfunk mit 2 eigenen Liedern von mir. Und ich glaube, das war nochmal so für mich dieses, na guck mal an, das gibt schon andere Menschen, die das auch interessiert, was ich mache. Und das vermengt dann tatsächlich mit dieser Situation. Meine Eltern hatten noch so viele Wünsche und Träume und Pläne und das konnten sie alles nicht mehr machen. Ja. Und also das war, glaube ich, wirklich so die Hauptmotivation. Und ich habe es auch nicht bereut. Also trotz Corona und allem, ich bin wirklich wahnsinnig froh, dass ich das gemacht habe. Ja. Und du hast ganz schön viele Auftritte. Ich hatte mal so auf deiner Webseite bei den Terminen geschaut. Du bist ja also wirklich ständig irgendwo zu sehen als Gastsängerin oder eben auch mit eigenen Programmen, mit Solo-Programmen. Also es sieht so aus, als würdest du das schon Jahre machen. Also deswegen war ich jetzt auch verblüfft. Ach so, 2019, das sind ja erst 5 Jahre dann. Mit einer Pandemie noch dazwischen. Ja, ich mache es natürlich nebenher ja schon länger. Also und nebenher klingt ja immer so ein bisschen und so habe ich das auch immer empfunden. Naja, das ist ja so. Ja. Aber trotzdem ist das ja durchaus ernst zu nehmen und nicht minderer Qualität, wenn Menschen sowas neben ihrem festen Job machen, oder? Auf jeden Fall. Also da hadern ja auch viele damit, zu denken, sie sind dann keine Künstlerin, weil sie ja nicht ausschließlich sowas machen. Aber es ist natürlich schon nochmal ein anderer Schritt und Dinge, also ich singe jetzt eben auch in einer super coolen Big Band, dem Ballroom-Syndikat. Das ist eine sehr kleine Big Band. Wir sind so 12 Personen. Und altersmäßig ist von Mitte 20 bis Mitte 80 wirklich alles dabei. Cool. Und das finde ich einfach super. Also ich habe mich schon immer gerne mit Menschen ganz unterschiedlicher Altersgruppen umgeben. Also eben sowohl in der Konzertagentur war es eher jünger, im Seniorenzentrum waren es eher ältere Menschen. Und da habe ich so alles auf einmal und sowas hätte ich nebenbei nicht leisten können. Also das ist ein riesiges Repertoire. Wir spielen ganze Revuen. Das hat sich dann halt erst 2022 kam das dann zustande. Genau. Und das läuft jetzt auch quasi immer noch parallel zu deiner Startnext-Kampagne, dass du auch trotzdem noch Auftritte hast? Also ich war schlau genug und da muss ich mir wirklich immer noch auf die Schulter klopfen, dass ich mir jetzt in diesem Zeitraum keine Auftritte. Also ich hatte jetzt so 1-2 Mal war ich noch so bei Geburtstagen oder so gebucht, dass ich da wo gesungen habe, weil das einfach schon so lange ausgemacht war. Aber ja, ich habe auch manche Dinge schon vor Monaten wirklich gesagt, nö, können wir das nicht irgendwie verschieben oder so. Die Big Band hat zum Glück jetzt Sommerpause. Bei meiner Rockband sind auch ein paar jetzt im Urlaub. Und mit meinem Duo, da bin ich so flexibel, da treten wir dann ab November wieder auf. Also ich habe mir schon für den Salon Mortel wirklich da Raum genommen. Ich habe letztes Jahr wahnsinnig viel gemacht. Das war so eine Corona-Nachwehe in der Corona-Zeit. Da wurde so vieles wieder abgesagt, wo ich mich so lange darauf vorbereitet hatte. Und dann habe ich 2022 mir so meinen Kalender vollgeballert und 2023 und dachte, so kann es jetzt aber auch nicht weitergehen, weil ich tanze jetzt auf so vielen Hochzeiten, aber da gibt es noch so dieses Thema, was ich ja echt mal jetzt endlich realisieren will. Und das war auch schon nicht ganz leicht zu sagen, das ist jetzt mein Fokus, aber anders hätte es auch nicht funktioniert. Und ja, genau. Es war bei mir tatsächlich ähnlich. 22, 23 waren bei mir die Jahre, wo es plötzlich, also wo ich dann irgendwie 2 Auftritte an einem Tag hatte und ich inzwischen Wahnsinn. Auch sage, nee, das mache ich nicht mehr. Das war jetzt ganz cool, aber nee, das ist mir zu viel. Ja, und jetzt hat sich so wieder so ein bisschen eingependelt zu dem, was ich eigentlich mal wollte. Genau.
Ja, das, da hatten wir alle, glaube ich, einerseits sehr viel Nachholbedarf und ich hatte natürlich als neue Selbstständige dann auch echt ein bisschen Panik, da so den Anschluss zu verlieren, denn ist ja auch klar, dass nach Corona dann erstmal die Bekannteren zuerst gebucht wurden. Also ich hatte eben aufgrund meiner Aktivitäten 2019, hatte ich eigentlich ganz gute Buchungen und Auftritte, die dann halt alle nicht stattfanden und dann fing man ja so ein bisschen, ich sag mal nicht bei null, aber dann musste man sich schon erstmal wieder hinten anstellen. Ja, ja. Und da, ja, da war ich dann auch sehr emsig, mir ganz viel an Land zu ziehen. Waren aber auch tolle Erfahrungen, aber wie du sagst, ne, irgendwann muss man mal gucken. Ja, immer muss man dann sich selber schauen, was man eigentlich wirklich davon schafft und was nicht. Ja, genau. Genau. Genau, also nochmal, ich setze deine Links in die Shownotes, da gibt es die Crowdfunding-Kampagne, es gibt eine Webseite von dir, wo man auch Termine findet, du hast Facebook und Instagram, da bist du auch sehr aktiv, also man kann dir da folgen gerne. Und schauen, was auch gerade eben aktuell los ist bei deiner Kampagne und wo du so zu sehen bist, du hast einen YouTube-Kanal, da kann man reinschauen, also es gibt viel zu gucken, Newsletter verschickst du auch, kann man sich auch anmelden. Sehr, sehr gerne. Meine Güte. was tut man nicht alles? Ja, aber ja. Lässt ich finde aus. Ja, all in. Also ja. Jetzt habe ich mich dafür entschieden, das ganz zu machen und dann gehört das für mich auch alles dazu. Und ja, schön, ja. Super. Macht ja auch Haben Spaß. Wir irgendwas vergessen? Ich habe immer noch eine letzte Frage, die stelle ich gleich, aber haben wir irgendwas vergessen vorher? Haben wir vorher was vergessen? Hast du dir denn schon Gedanken über dein über meinen Tod gemacht? Ja, wow. Darf ich's, ich spreche es aus bei dir. Ja, natürlich. Ne? Ja, man spricht es ja oft nicht aus. Tatsächlich, ich habe mir schon Gedanken gemacht, weil ich eben auch persönliche Erfahrungen habe. Ich hatte 2 Todesfälle in meiner Familie vor, ich sag mal, in den letzten 5 Jahren. Und deswegen war das einfach viel Thema bei mir. Ja. Ich habe tatsächlich auch mal überlegt, ob ich das nicht einfach mal aufschreibe. Ne? Es ist ja eigentlich ganz simpel, einfach mal so Dinge aufzuschreiben. Das reicht ja dann meistens auch für die Hinterbliebenen, dass sie Entscheidungen treffen können. Ich habe zum Beispiel überlegt, ob ich wirklich so ein Grab will, was dann immer gepflegt werden muss. Ob nicht so ein Friedwald was Schöneres wäre für mich so. Weil ich persönlich bin auch eigentlich niemand, der auf den Friedhof geht. Weil für mich die Leute nicht auf dem Friedhof sind, wenn man das so sagen kann. Die sind für mich woanders so. Ich habe die auch bei mir. Ja, und mir geht das ähnlich. Ja, mir geht das ganz ähnlich. Also dieses, dass da so eine, ich nenne es mal Pilgerstätte irgendwie draus wird, wo ich dann hingehe und dann fühle ich mich dort nah. Das ist für mich nicht so. Für mich passiert das vielmehr im Alltag, dass mir plötzlich die Person nahe kommt oder einfällt oder mir ein Satz einfällt oder auf einmal irgendwie da ist. Deswegen habe ich auch einfach nicht so einen Bezug zu Friedhöfen und dass ich mir da jetzt so groß die Arbeit machen muss, da jetzt irgendwie das da alles zu pflegen und so. Und dass es aber einfach irgendwo einen Ort gibt, wo ich dann da liege, finde ich okay. Und ja, ich finde diese Friedwald-Geschichte, die finde ich irgendwie sehr schön. Also vielleicht wird's das. Toll. Aber ja, vielleicht sollte ich mir mal so ein Büchlein von dir holen und mir mal Anstöße geben. Deswegen habe ich das jetzt nicht gefragt. Nee, aber ich habe gerade drüber nachgedacht, was gibt's denn noch, was ich da so mir mal ausdenken könnte. Ja, vielleicht bräuchte ich da auch einfach mal einen Anstoß zu. Was sind denn noch so Entscheidungen, die man treffen kann? Ne? Also auch Beerdigung betreffend. Da habe ich mir tatsächlich noch nicht so Gedanken drüber gemacht. Ja, könnte ich mal. Ich denke mal, es ist so wie mit dem Regenschirm. Ne? Wenn man ihn einsteckt, dann regnet es nicht. Und wenn man sich da schon mal Gedanken macht, dann hat man bestimmt noch ganz lange Zeit. Ja, natürlich. Nee, da bin ich jetzt auch nicht irgendwie abergläubisch oder so. Das nicht. Es ist halt nur, ja, wie du sagst, ein Thema, das man immer gerne erstmal von sich schiebt und eben nicht so gern drüber nachdenkt. Und ja, vielleicht mache ich das jetzt aber mal. Also ich fand auf jeden Fall das Gespräch mit dir total schön, kann ich jetzt schon sagen. Ich finde das ganz toll, was du da eben so für Denkanstöße bringst und die ganze Thematik einfach mal runterholst von diesem großen Angstding. Das ist total wichtig, finde ich total schön. So. Ja, vielen Dank. Ich fand es auch toll, dass wir so schön hier und offen geplaudert haben. Ja, und, ja. Vielen, vielen Dank. Ich muss jetzt aber noch meine letzte Frage stellen. Oh, die stelle ich seit 164 Folgen, die kommt jetzt auch. Was wünschst du dir? Was wünsche ich mir? Oh Gott, vieles. Ich war ja eigentlich darauf vorbereitet, aber
Also ich wünsche mir wirklich, dass die Menschen gut miteinander leben. Ich will jetzt nicht sagen Weltfrieden, aber bei allem, was gerade so passiert. Ja, aber irgendwie schon, ne? Ja. Um mich herum. Ja, das wünsche ich mir echt so aus tiefstem Herzen. Ja. Voll, ja. Dass wir alle gut miteinander umgehen könnten und leben. So, das wäre schön, ja. Ja, ja, da schließe ich mich voll an. Also diese Welt voller Gewalt und Hass, die irgendwie gerade hier so mir täglich in den Nachrichten entgegenschwappt, die überfordert mich total. Ich wünsche mir auch total, dass die Menschen mal einfach ausatmen. Ja. Es ist alles nicht so schlimm, es wird alles wieder gut. ich verstehe das irgendwie auch gerade nicht so richtig, was hier los ist. Ja. Ja, und ansonsten immer ausreichend Schlaf und Musik und und Gesundheit. Ein Häuschen in der Bretagne, das würde ich mir noch wünschen. Sehr gut. Ey, vielen, vielen Dank. Ich habe mich, wie gesagt, total gefreut über das Gespräch. Fand es schon, als du mir geschrieben hattest, total spannend. Dachte, boah, was ein geiles Thema. Hatten wir hier auch noch relativ selten. Ich hatte mal eine Künstlerin, die Gloria Blau. Mal kurz ein kleiner Gruß. Von mir auch. Das ist aber jetzt auch schon so 3 Jahre her oder so, dass sie bei mir zu Gast war. Das ist bei ihr auch immer ein großes Thema in der Kunst, weil sie mit ihrer Musik den Tod ihres Bruders verarbeitet. Genau. Und eben auch immer viel sich mit diesem Tabuthema befasst und so. Aber ich glaube, seitdem habe ich auch nicht mehr wirklich darüber gesprochen. Deswegen vielen Dank. Und ich drück dir voll die Daumen, dass das klappt. Dankeschön. Weil Köln ist natürlich ein bisschen weit für mich, um da jetzt spontan hinzukommen. Aber wenn du dann auf Tour gehst, dann bist du ja vielleicht mal in der Nähe und dann komme ich vorbei. Deswegen. Ja, das wäre total super. Dann komme ich auch mal in südlichere Gefilde. Ja, genau. Sehr schön. Vielen Toll, Dank. Danke. Bis bald. Da, 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 da.